Hallo Leute, wir stehen hier in Berlin und nehmen gleich unseren Podcast vor Publikum auf. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Es gibt nicht nur Easy German Videos, sondern auch einen Podcast. Marlon und ich unterhalten uns zweimal pro Woche und den Podcast findet ihr in allen Podcast-Apps oder unter easygerman.fm. Und jetzt könnt ihr diese Episode schauen. Unten gibt es auch Untertitel, wenn ihr auf CC klickt und dann könnt ihr mitlesen. Viel Spaß! Hallo Manuel. Hallo Kari. Und hallo liebes Publikum hier heute Abend in Berlin. Schön, dass ihr da seid. Unglaublich. Manuel, bist du aufgeregt? Wir sind heute vor Publikum zum ersten Mal. Wir haben ja manchmal Gäste in unserer kleinen Podcast-Bude, in unserem kleinen Studio. Aber das ist heute anders. So viele Leute haben dir noch nie zugeguckt. Zumindest nicht in real life, wie man sagt. Habe ich dich jetzt nervös gemacht oder nicht? Nee, ich war schon nervös. Ich bin immer ein bisschen nervös bei diesen Live-Geschichten, aber es macht mich auch total glücklich. Manuel, wir haben heute ein riesig buntes Programm vorbereitet. Ja. Ich freue mich schon darauf. Ich habe heute das Programm geplant. Ja. Du bist selbst ein Überraschungsgast in deinem eigenen Podcast. Bevor wir anfangen, erstmal vielen Dank hier für diese tolle Location. Danke an die GLS, das GLS Sprachenzentrum. Ein sehr lieber und netter Partner von uns und auch eine tolle Sprachschule. Wenn ihr mal einen Sprachkurs machen möchtet in Berlin, könnt ihr zum Beispiel auf unsere Website gehen, findet dort einen Link und sogar noch einen Tipp, wie ihr bei der Anmeldung Geld sparen könnt. Und da sagen wir einfach mal Danke, dass wir hier sein dürfen heute Abend. Dann ein kleiner Hinweis für diejenigen, die jetzt nur ganz normal zuhören im Podcast-Feed. Wir filmen das hier gerade und ihr könnt diese Episode ausnahmsweise auch als Video auf YouTube schauen. Den Link findet ihr dann in den Shownotes. Wir haben heute viele Gäste hier, ein Publikum. Für die Leute von euch, die jetzt zuhören, ihr möchtet bestimmt wissen, was ist das für ein Publikum, das hier sitzt. Wir haben eine ganz gemischte Gruppe aus der ganzen Welt und das freut uns ganz besonders. Ich habe mich schon mit einigen von euch unterhalten. Zum Beispiel habe ich mich mit Irma und Gustavo aus Venezuela unterhalten, die heute hier sind wegen ihrer Tochter. Die ist 17 und die hat eigentlich unseren Podcast entdeckt und die ganze Familie hört den Podcast, Manuel. Das ist unglaublich. Ist das nicht süß? Und ihre Tochter Estefani, die hat morgen eine Prüfung und kann deswegen nicht hier sein. Ja. Da sagen wir viel Glück bei der Prüfung. Ja, ich habe schon mit Lena und Dominika gequatscht. Die haben beide heute Geburtstag. Oh wow! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Schön, dass ihr da seid. Toll. Ja. Ich habe auch Horacio getroffen. Der war letztens schon bei unserem Meetup in Mexiko-Stadt und ist heute hier. Ja, fantastisch. Ja, ne? Einmal um die Welt. Ja. Und wen haben wir noch dabei? Natürlich unseren allerliebsten Janusz. Hallo. Janusz, komm mal nach vorne hier, damit die Leute dich auch sehen. Du stehst ja hinter einem Lautsprecher. Ihr kennt Janusz von den Straßeninterviews und natürlich als Spezialgast im Podcast. Janusz wird heute unser Sidekick sein und uns helfen, gleich hier ein spezielles Programm durchzuführen, Manuel. Ich würde sagen, es ist schon soweit. Wir beginnen jetzt mit unserem Thema der Woche. Manuel, ich habe uns ein Thema heute ausgesucht. Das wollte ich schon sehr lange machen und ich dachte, mit Publikum ist das perfekt. Freust du dich auf dieses Thema? Ich bin gespannt. Es ist ein ambitioniertes Thema. Du hast sehr viel mitgebracht, wie diejenigen von euch, die hier sind oder das Video schauen, sehen können. Richtig. Unser Thema heute ist deutsche Süßigkeiten. Komischerweise haben wir da noch nie drüber gesprochen im Podcast, oder? Nee, du hast nur sehr oft schon welche gegessen während der Aufnahme. Aber wir haben noch nie drüber gesprochen. Und weil ihr das so gerne mögt, wir kriegen ja immer ganz positive Kommentare von Menschen, die sagen, Mensch, Kari, toll, dass du im Podcast isst. Ess doch bitte noch mehr. Für die habe ich heute ein extra spektakuläres Programm vorbereitet. Wir werden heute viel essen, Manuel. Ich bin bereit. Manuel, ich dachte, wir werden heute mal durch die typisch deutschen Süßigkeiten gehen. Das ist ja auch ein populäres Thema im Internet, ne? Süßigkeiten testen.
Ja, das machen wir heute mit dir. Und wir wollen heute unsere bekannte Rubrik zurückbringen, Top oder Flop. Ich möchte dich jetzt bitten, ganz subjektiv alle deutschen Süßigkeiten zu bewerten, die ich mitgebracht habe. Das sind sehr viele. Ja, wir haben schon durchgerechnet. Wahrscheinlich hab ich zu viel gekauft, könnte sein. Unsere Assistentin Esti hat uns auch dabei geholfen. Die hat auch noch mal extra mehr gekauft, muss ich sagen. Es bin nicht nur ich schuld. Manuel, ich habe 5 Kategorien für dich. Ja. Bist du bereit für Kategorie 1? Let's go. Kategorie 1 heißt Hits unserer Kindheit. Wow, woher weißt du, was die Hits meiner Kindheit waren? Na, das weiß ich nicht, aber das testen wir jetzt. Ich guck mal, hast du zum Beispiel das hier in deiner Kindheit gegessen? Puffreis? Nein, vielleicht einmal oder so. Ich auch nicht. Ist das ein Top oder Flop? Flop, schmeckt nach gar nichts. Okay, wer möchte das haben hier? Wir verteilen nämlich alle Snacks im Publikum. Vor allem die, die wir nicht selber essen möchten. Genau. Das war aber übrigens vegan, Manuel. Der Puffreis ist schnell weggegangen. Der Puffreis ist weg. Dann haben wir hier zum Beispiel sowas, das heißt Fritt. Kennst du das? Ich kenne das mit einem anderen Namen. Echt? Was ist das denn? Ist das so ein Kaugummi, was man so runterschluckt? Genau, im Grunde ist es wie ein Kaugummi, das dann nach einer halben Minute weg ist, das sich auflöst und richtig, sehr, sehr süß ist. Sehr, sehr süß. Und guck mal, was ich für dich habe, es gibt das jetzt auch vegan. Nein. Ja. Okay. Ja. Findest du gut? Finde ich gut. Also würde ich heutzutage eigentlich nicht mehr essen, aber in der Schulzeit habe ich das... Warum heutzutage nicht? Ach, du hast vorgestern angefangen, ohne Zucker zu leben, ne? Ist der Plan, ja. Ja, heute Abend müssen wir nochmal eine Ausnahme machen. Und schmeckt? Geht so. Okay. Ich würde sagen Flop. Aus der gleichen Kategorie kennt ihr das hier? Ja? Mao-Am. Das war doch bestimmt ein Hit deiner Kindheit. Das ist ein Hit. Das ist so ähnlich, aber ein bisschen besser. Auch wie ein sehr süßes Kaugummi, was dann weg ist. Ich mache jetzt das, was ich immer gehasst habe. Essen im Podcast. Es tut mir leid. Wer hätte gerne Mao-Ams? Janusz verteilt sie im Publikum. Die können wir jetzt nicht auch noch essen. Hier, das wollte ich aber... Oh, da ist schon was runtergefallen. Das möchte ich gerne mit dir probieren. Das ist etwas, was ich in der Kindheit nicht so oft gegessen habe, aber es sieht lustig aus und es ist auch vegan. UFOs sind das. Ja, die habe ich tatsächlich sehr häufig in der Pause am Kiosk gekauft, ja, weil die somit das günstigste waren. Also ich glaube, ein so ein UFO, das sieht übrigens, weißt du, woran mich das erinnert? Das ist eine Hostie. Richtig, ja, aus der Kirche. Aus der Kirche. Das hat, glaube ich, 5 Cent oder so gekostet, eine oder 2 Cent. Schmeckt auch nicht so das geil. Ist auch wie eine Hostie mit Zucker drin. Richtig, man muss wissen, das ist, im Prinzip ist das... Esspapier. Esspapier, was ich auch habe, Manuel. Hm. Ist das etwas, was man in euren Ländern auch isst, Esspapier? Macht mal, wer hat das schon mal in seinem eigenen Heimatland gegessen oder gesehen? Nicht so viele. Nicht so viele. Also Esspapier heißt so, weil es so ein bisschen aussieht wie Papier. Ja. Sind so dünne Scheiben und die kann man aber essen und die schmelzen dann so im Mund. Im Grunde auch wie eine Hostie. Das Ding ist... Müssen wir den Begriff Hostie übersetzen? Nee, das kennen... Also in der katholischen Kirche, ist das bei der evangelischen Kirche auch so? Glaub ja schon. Oder nein? Müsst ihr uns mal kurz... Also ihr geht zur Kirche und dann gibt es ja die Kommunion, heißt das so? Boah, ich weiß schon nicht mehr, wie es in der Kirche. Und dann kriegst du einen Schluck Wein oder nicht? Traubensaft und. Und ein Stück, also. Naja, so Hostie ein Ding. Halt. Ja. Ja, und das schmeckt auch wirklich nach fast gar nichts. Aber. Ich weiß gar nicht, warum man sowas produziert. Das ist irgendwie. Weil es halt cool ist. Weil es wie Papier ist und dann geht's weiter. So, weiter. Also, wir haben immer so. Wir haben das aber oft gegessen in der Schule, du auch? Ja, das ist so typisch, was man in der Pause sich reinzieht vom Kiosk. Also wir haben gar nicht Top oder Flop gemacht. Flop. Esspapier, Top oder Flop? Flop. UFOs, Top oder Flop? UFOs sind eher schon Top, weil mit dem Zucker da drin, dann knallt's. Hier ein Klassiker aus deiner Jugend, Manuel. Früher war diese Packung rund, heute ist sie sechseckig. Smarties. Das ist interessant, weil Smarties in anderen Ländern eine andere Süßigkeit sind. Also ja, es sind nicht die Smarties, die es in den USA gibt. Das ist eher sowas wie M&M's hier, die deutschen Smarties. Und also da kann man nichts falsch mitmachen, würde ich sagen. Top. Top. Ist dein Top. Ja. So, Manuel, das war mein großer Hit der Kindheit. Ich bin stundenlang, habe ich dieses Geräusch gemacht. Hört ihr das?
Ich habe immer geschüttelt an dem Überraschungsei. Und konntest du auch hören, ob eine Figur zum Aufbauen oder eine fixe Figur drin ist? Früher hat man das, als Kinder haben wir da so lange dran geschüttelt, dass wir versucht, wir haben diese Figuren gesammelt und wollten unbedingt wir wollten unbedingt die Figuren vollständig haben und also, haben dann geschüttelt und versucht zu hören, ob da eine Figur drin ist. Wir müssen das erklären. Ein Überraschungsei ist ein Ei aus Schokolade und zwar zwei Farben, dunkle und helle Schokolade, so zusammen. Und da drin ist ein Plastikcontainer mit einem Spielzeug, einem Miniaturspielzeug. Gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Diese Überraschungsei-Figuren, da gibt es richtig Sammler und dann gibt es richtig Bücher, wie viel die wert sind. Und ich hatte so ein paar Figuren, die waren 100 Euro wert. Ja, das ist das Briefmarkensammeln des Kindes sozusagen. Des Kindes in Deutschland. Ist das etwas, was man in anderen Ländern auch macht? Ja, also ja, ihr kennt auch alle Überraschungseier. Jetzt aber ein crazy, ich weiß nicht, ob das eine Süßigkeit ist. Es ist auf jeden Fall populär bei Kindern, Manuel. Hast du das in deiner Kindheit konsumiert? Ahoi Brause, das ist, hat so wie bei Medikamenten. Es gibt eine reguläre Einsatzweise und dann gibt es so Off-Label, wie man das als Kind benutzt. Also eigentlich soll man das in ein Glas Wasser kippen, umrühren und dann macht man sich quasi, hinten steht auch drauf, mach was Prickelndes, dann macht man sich eben so ein Glas Limonade damit. Mhm. Aber als Kind schüttet man sich das einfach straight in den Mund rein. Das kannst du jetzt machen. Ich habe noch eine besondere Edition mitgebracht, denn ich war hier eben nebenan im Büro und da gab es Wodka. Und als Jugendlicher hat man das dann so gemacht. Du machst die. Hast du das auch gemacht, Manuel? Nee, so crazy war meine Jugend nicht. Also du machst im Prinzip die Tüte oben auf und dann kippst du den Wodka da rein. Ich habe das jetzt seit vielen Jahren nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Willst du auch einen? Ich habe das in meinem Leben noch nie gesehen, was du da gerade machst. Nein, komm. I pass. Okay, also das ist jetzt hier am Kribbeln. Diese Brause löst sich in dem Wodka auf. Warum kippt man nicht die Brause ins Glas? Also warum muss das so rum? Ja, weil man im Park, wo wir das gemacht haben mit 16, aus der Flasche. Da haben wir nur die Flasche und die Tüten, da haben wir keinen. Also das macht man als Jugendlicher in Deutschland, Wodka-Brause. Ich probiere das jetzt mal. Okay. Das ist jetzt ein Déjà-vu, habe ich auch seit 20 Jahren nicht getrunken. Echt lecker. Ja? Ich hätte aber den Waldmeister-Geschmack nehmen sollen. Ja. Gut, Manuel, also top. Ja, das waren die Süßigkeiten unserer Jugend. Vielleicht noch zwei Sachen. Hubba Bubba, war das populär, top oder flop bei dir? Was war das noch? Ah, das ist nämlich ein richtiges Kaugummi für Kinder, das in den ersten 10 Sekunden so süß ist wie kein anderes Kaugummi der Welt und nach 10 Sekunden keinen Geschmack mehr hat. Einfach alles raus. Manuel, an meinem Wodka ist eine Spinne. Wir haben ein Problem. Janusz, bitte komm schnell. Wir haben hier ein Problem. Schnell, da ist die Spinne. Willkommen in einer regulären Easy German Podcast Aufnahme. Okay, sie ist normalerweise unter schneiden wir diese Teile raus. Das geht jetzt nicht. Ganz schnell, Tic-Tac, top oder flop? Top, 2 Kalorien und... Aber das ist nicht der richtige Geschmack. Ich mag nur den Klassik-Geschmack. Werthers Echte. Ja, das ist so ein Karamellbonbon. Weiß ich nicht. Findet ihr das scheiße oder gut? Gut. Okay, dann Janusz, verteil mal im Publikum. Ich finde es eher flop, weil es schmeckt irgendwie so altmodisch, finde ich. Nimm 2. Ist das etwas, ich glaube, das ist auch was typisch Deutsches. Da soll man direkt 2 von nehmen. Die heißen Nimm 2. Ziemlich geniales Marketing. Ich weiß nicht, die sind mir ein bisschen unsympathisch, weil die haben immer so damit geworben, dass da so viele Vitamine drin sind, angeblich. Janusz geht ganz schön auf in seiner Rolle als Süßigkeitenverteiler. Es ist ein bisschen wie Karneval hier heute. Und als letztes habe ich noch etwas für dich, was ich gerne mit dir essen möchte. Oh ja. Center Shocks. Ich weiß gar nicht, ob das was Deutsches ist. Ich glaube nicht. Wer von euch kennt das? Zeigt mal auf. Ja, gar nicht so viele. Manuel, da musst du jetzt beschreiben, was das ist und wie das schmeckt. Ja, Center Shock haben wir auch an der Bushaltestelle nach der Schule gegessen. Das... Von außen sieht es langweilig aus, schmeckt auch langweilig, aber da drinnen ist etwas, was richtig schockt. Daher der Name Center Shock. Ja. Und lass dich das mal essen. Ich trinke einen Schluck Bier. Es ist einfach sehr so bitter. Ja, das sieht man jetzt an deinem Gesicht. Man ist ganz erschrocken. Weißt du, wann ich das konsumiere? Aber es ist ein Top.
wenn ich 5 Stunden Auto fahren muss und ich nach 4 Stunden sehr müde bin, dann, also ich habe das jetzt schon aufgemacht, aber noch nicht gegessen, das kannst du noch verteilen. Warte mal, ist das dann ein Kaugummi? Hört das irgendwann auf? Nee, ist ein Kaugummi. Hm. Also, wusste ich nicht mehr. Das esse ich auf der Autobahn, wenn ich kurz vorm Einschlafen bin, Manuel. Hast du da auch eine Strategie? Nimmst du da auch was mit? Dann mache ich eine Pause am Rastplatz und schlafe. Okay, letztes aus der Kinderhits-Kategorie. Dickmanns. Die gab es auf jedem Kindergeburtstag und wir hatten sogar so richtig so Katapulte. Also das sind, man nennt die auch Schokoküsse, da ist so ein Schaum, das ist so ein bisschen so wie ein Marshmallow vielleicht. Nee, es ist so ein leichter Schaum, der sehr süß ist und außen drum ist Schokolade und darunter ist eine Waffel. Und man kann die jemandem ziemlich gut ins Gesicht knallen. Das haben wir zu den Kindergeburtstagen gemacht. Janusz, mach das mal. Mit einem Freiwilligen. Wer möchte einen Schokokuss ins Gesicht haben? Ey, es gibt mehrere Freiwillige. Es gibt da hinten Freiwillige, das Janusz. Das hätte ich nie erwartet. Das müssen wir jetzt filmen. Chris, du musst mitgehen mit der Kamera. Ja. Janusz, du darfst den Leuten das am besten auf die Stirn... Nein, das musst du machen. Das ist doch eine deutsche Tradition. Das ist eine Kindergeburtstagstradition. Man kann das auch so gegen die Stirn klopfen, ne? Genau, gegen die Stirn. Janusz, da hinten gibt es mehrere Freiwillige, die von dir einen Dickmann ins Gesicht haben möchten. Ja. Manuel, das war die Kategorie Hits der Kindheit. Ja, es waren wirklich die Hits der Kindheit. Du hast recht behalten. Bitteschön. Jetzt gibt es die nächste Kategorie, Gummibärchen. Bist du ein Gummibärchen-Fan? Nicht mehr. Als Kind unbedingt. Mittlerweile kriege ich Bauchschmerzen von Gummibärchen. Aber trotzdem isst du sie relativ oft im Büro. Okay, ich gebe dir jetzt mehrere Packungen und du musst schnell bewerten. Top oder Flop? Okay. Katjes, salzige Heringe. Top, aber ein Tipp, nicht die ganze Packung auf einmal essen. Was? Bitteschön. Das sind meine Lieblinge, also für mich ein ganz klarer Top. Tapsi Panda-Beeren, auch von Katjes. Ja, das ist so Lakritz mit Gummi gemischt. Ja? Ja, ist ein Top. Wer will den Flop denn dann noch haben? Wir müssen jetzt alles als Top. Katjes Wunderland, vegan. Auch ein Top, aber auch nicht zu viel von auf einmal essen, wäre mein Tipp. Nimm 2 Lachgummi. Habe ich sehr lange nicht mehr gegessen. Guck mal, sie ist ganz begeistert. Klassiker. Sie möchte die sofort haben. Top oder Flop? Ja, Top wahrscheinlich noch. Fred Ferkel, ohne tierische Gelatine. Der Fakt ist top, aber ich glaube, die schmecken nicht so gut. Nee, pinke Gummibärchen sind nicht dein Ding. Nicht so meins. Aber dahinter hat jemand sich sofort gemeldet. Guck mal, man sieht so, jede Sorte hat so jemanden, der so richtig... Das geil darauf findet. Wartet, ja. Bei mir sind das die Pandas. Wer findet die Pandas hier auch lecker? Zeig mal auf. Niemand, ja. Dann ist alles. Sie kennen sie auch vielleicht einfach noch nicht. Wir haben heute Abend alle einen Zuckerschock und liegen so im Bett. Ja, wir haben wirklich viele Süßigkeiten. Ihr müsst alle was mitessen, sonst geht das hier nicht weg. Katjes Pfötchen, die habe ich geliebt als Kind. Das ist halt auch, das muss man noch mal kurz erklären, wir Deutschen essen sehr, sehr gerne Lakritz. Und das gibt es in Skandinavien sonst noch viel und sonst, glaube ich, nicht in so vielen Ländern. Und Katjes Pfötchen sind halt einfach so ein weiches Lakritz. Für mich ist das top. Haribo, jetzt kommen wir zu Haribo. Das ist hier Haribo Fantasia. Mhm. Das habe ich erst in den USA gelernt, dass das eine besondere Sorte ist, die Deutsche im Ausland vermissen. Echt? Ja. Interessant. Ich habe das schon seit vielen Jahren nicht mehr gegessen, aber vermutlich ist es lecker, ja. Ist nicht vegan, ja? Nee. Ja, ich mag es gerne. Diese Packung, das ist etwas, was ich als Kind nicht mochte, aber in letzter Zeit lieb gewonnen habe. Haribo Colorado. Ja, die habe ich früher viel gegessen, so in meiner Studienzeit, als ich mal gestresst war oder so. Dann habe ich mir wirklich so eine ganze Tüte auf einmal reingezogen. Ist auch nicht empfehlenswert. Da sind halt leckere Sachen drin und scheußliche Sachen. Ja, und man isst erst alle leckeren und dann sind die scheußlichen über, aber die isst man dann trotzdem irgendwie auch noch. Ja, eine deutsche Tradition. Nicht so schön sind diese reinen Lakritz, wo nur Lakritz ist. Ja. Ja. Es gibt noch 2 weitere in der Kategorie. Natürlich die Klassiker. Haribo Goldbeeren. Du hast wirklich alle verschiedenen Subkategorien gekauft. Ich nicht, das hat Esti gemacht. Ach so. Ich habe ihr einfach gesagt, kauf mal das, was populär ist. Und das waren sehr viele, offenbar. Ja, das sind die Goldbeeren, die kennt jeder. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Top oder Flop? Top. Oh, alle schreien Top. Scheinbar ein Top. Und jetzt nochmal, wir haben jetzt viel Haribo und Katjes. Wir wollen nochmal eine dritte Marke nennen.
Trolli. Hm. Hast du das in deiner Kindheit konsumiert? Trolli? Nee. Saure Glühwürmchen. Kenn ich nicht. Flop. Okay, du. Manuel, ja. Das war die Kategorie Gummibärchen. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Lieblingskategorie von dir. Ja. Rate mal. Schokolade. Richtig. Yes. Jetzt kommen wir zur Schokolade. Und zwar haben wir viele verschiedene Sachen. Wir fangen mal an mit den klassischen Schokoladentafeln. Die sind ja in Deutschland populär. Ja. Und natürlich fangen wir an mit der Milka-Schokolade. Wie? Jetzt denken die Leute, respektvoll scheiße. Respektvoll alle so, oh, die Milka-Schokolade. Das Publikum denkt jetzt, scheiße, ich habe schon eine Packung Haribo Colorado gegessen. Wo ist denn jetzt noch Platz für Milka? Das ist halt auch wirklich, also wenn man die alleine isst, 270 Gramm, dann geht es einem wirklich schlecht. Aber das ist auch eine große Schokolade, ja. Alpenmilch. Diese Schokolade ist auch aus Deutschland und ist in meiner Familie extrem populär. Das ist die Merci. Merci, ja, das muss man sagen. Das ist so in Deutschland, wenn man sich bei jemandem bedanken will und man weiß nicht wie, dann kauft man eine Karte und kauft eine Packung Merci, weil die sich schlauerweise so genannt haben, dass das das Naheliegendste ist im Supermarkt. Ja. Und es ist aber so bescheuert, weil man kriegt das dann geschenkt und es ist einfach eklig. Kaffeesahne. Hä, das ist voll geil, Manuel. Da ist immer eine leckere Sorte drin oder zwei maximal. Ja, und die ganzen anderen sind Kaffeesahne, einfach... Kaffeesahne, Mandelmilch, Nuss, Edelnougat, nee. Edelmarzipan, herbe Sahne. Oh, ich fand die alle gut als Kind. Echt? Ja, dann weiß ich, was ich dir schenke, wenn ich mich mal wieder bedanken möchte. Nein, jetzt bin ich laktoseintolerant und kann keine essen. Aber dafür gibt es ja... vegane Schokolade. Manuel, ich habe dir was mitgebracht. Yes. Und zwar, diese Schokolade kennst du schon und magst du gerne. Ja. Diese Marke ist auch sehr populär in Deutschland. Es ist Rittersport. Und wusstest du, dass die ein Patent darauf haben, dass das quadratisch ist? Oder nicht ein Patent, wie nennt man das? Ein Trademark. Also niemand anderes darf quadratische Schokolade machen. Das ist ein bisschen crazy, ne? Ja. Das wäre so ungefähr, als wenn wir sagen, niemand anders darf einen Deutschlern-Podcast machen. Ja. Naja, okay. Der auf 30 Minuten geht, sagen wir mal. Interessante Geschichte. Gute Idee. Das ist ja auch eine Sportschokolade. Die heißt Rittersport, weil sie war für Sportjacken gemacht. Ach so, dass man sich das so ins Jackett... Richtig, weil diese dicke Milka passt ja nicht so gut in die Sportjacke rein. Und weil man nach dem Sport gerne Schokolade isst... Verstehe. Ja. Manuel, ich habe auch eine Überraschung für dich. Es gibt neue Sorten vegan. Zum Beispiel Roasted Peanut. Lecker, top. Und Salted Caramel. Habe ich noch nicht probiert. Jetzt ist deine Chance, die hier live vor Publikum. Und ich wollte dich fragen, Manuel, möchtest du diese drei veganen Tafeln persönlich behalten oder sollen wir sie verschenken? Unbedingt verschenken. Okay. Ich esse ja keinen Zucker mehr. Nee. Hm, ist gut. Ist gut. Ich gebe die mal so weiter, ja? Ist fast nicht angefasst. Jetzt habe ich nicht aber werfen. Deine richtige Lieblingsschokolade mitgebracht. Das hast du mir vorher gesagt, das ist deine Lieblingsschokolade? Ja, die ist richtig lecker. Besser als Rittersport? Besser als Rittersport, aber... Sieht aber nicht so cool aus, finde ich. Ja, sieht nicht so cool aus und ist wirklich frech teuer. Kostet irgendwie 4 Euro oder so ein Stück oder 3. Okay, das ist ja für mich ein Flop. Es ist top. Okay, Manuels Lieblingsschokolade. Alle wollen sie haben. Alle Hände gehen nach oben. Das magst du auch gerne. Hm. KitKat vegan. Gibt's jetzt auch in vegan. Habe ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil die Firma, glaube ich, nicht so gut ist. Nestle, aber, ja. Willst du nicht unterstützen, kaufst du trotzdem. Scheiße. Ist manchmal so. Und zum Abschluss von dieser Kategorie, nicht zum Abschied, haben wir noch Schokoriegel. Das ist auch ein breiter Begriff. Mhm. Sehr populär in meiner Kindheit, in deiner auch? Hanuta. Die Haselnuss-Tafel, steht das dafür? Haselnuss-Tafel, genau. Ja. Hanuta. Also das sind so zwei Waffeln und dazwischen ist so eine Art Nutella. Mit Nüssen drin und das isst man in der Schulpause. Und auch von der gleichen Firma produziert Kinderriegel. Die sind, glaube ich, auf der ganzen Welt bekannt, ne? Und man weiß, Kinder. Meine Gastbrüder in den USA haben immer gesagt, meine Mutter soll ihnen Kinder schicken. Okay. Ja. Und woher kommt Kinder und Hanuta, Manuel? Jetzt große Preisfrage an dich. Aus welcher Stadt? Aus welchem Land? Deutschland. Falsch.
Guck mal, was hier für ein Raunen durchs Publikum geht. Alle denken, diese Schokolade kommt aus Deutschland. Sie wurde aber nur für den deutschen Markt produziert. In Wirklichkeit kommt sie von Ferrero aus Italien. Mhm. Die Italiener wissen, wie sie die Deutschen ködern. Ja. Wir produzieren mal heftig geile Schokolade für die Deutschen und nennen das einfach mit einem deutschen Namen. So wie Hanuta auch, ist auch von Ferrero. Super, eine Megapackung. Und auch dieses hier auch, Duplo. Ja. Da war ich früher richtig süchtig nach. Duplo? Eine Zeit lang, ja. Okay, guck mal, Janusz hat jetzt richtig viel zu tun, weil die können einzeln verteilt werden. Abschluss, auch bekannt in Deutschland, Knoppers. Ich weiß, dass unser YouTube-Kollege Nalf, der ist sogar schon mal von denen gesponsert worden, weil er so oft im Video über Knoppers gesprochen hat, dass sie ihm eine Packung geschickt haben. Großartiger Deal, ne? So eine Packung. Knoppers ist erstmal ein sehr, sehr guter Name, finde ich. Knoppers. Was heißt das denn? Weiß ich nicht. Es klingt so, wie es klingt, wenn man da reinbeißt. Knoppers. Und das ist auch so ähnlich wie das Hanuta, ist das so eine Tafel mit einer Waffel drin. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ich weiß immer nur, dass ein Freund in meiner Schulzeit hatte das immer in seiner Butterbrotdose. Der hatte immer von seinen Eltern mitbekommen, ein Sandwich, ein Butterbrot, dann ein paar Stücke Äpfel und ein Knoppers. Richtig, das ist auch, die haben auch so Werbung gemacht, morgens 9:30 in Deutschland. Und dann sieht man in der Werbung so, wie ein Bauarbeiter hört auf, seinen Bagger zu fahren, was gibt's noch? Also jeder macht eine Pause, morgens 9:30 in Deutschland und alle haben eins gemeinsam, sie essen alle Knoppers. War eine gute Werbezeit, ne? Muss man sagen. Damals hat die Werbung im Fernsehen noch funktioniert. Manuel, Janusz schmeißt Hanuta ins Publikum. Du kannst ruhig werfen, Janusz. Janusz ist richtig glücklich, der fühlt sich wie der Weihnachtsmann. Er verteilt Schokolade und ich muss sagen, unser Publikum bekommt heute richtig was, ne? Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich dabei zu sein. Das letzte, Top oder Flop, Jogurette. Das ist eine der wenigen Süßigkeiten, die ich, glaube ich, als Kind nicht mochte und dann später mögen gelernt habe. Oh, da kommt ein Auto angefahren. Ja, also für mich ist ein Top mittlerweile. Gibt es jetzt auch sowas Ähnliches in vegan, finde ich gut. Kinderriegel, Top oder Flop? Kinderriegel, Top. Duplo? Übertop. Hanuta? Top. Alles top. Sind alle top. Die ganzen Schokoriegel aus Deutschland sind oder aus Italien sind alle top. Schön, Manuel. Dann kommen wir jetzt zu einer Kategorie auf deiner rechten Seite. Rate mal, wie diese Kategorie heißt. Deine Lieblingssachen. Nein. Sachen, die man von Oma bekommen hat. Richtig. Diese Kategorie heißt Omas Süßigkeitenschrank. Denn ich weiß auch warum. Hier haben wir Sachen, die Omas oder, sage ich mal, ältere Damen gerne verschenken. Also nicht alle, aber das hat man oft bekommen von Tanten oder ja vor allem von älteren Frauen, sag ich mal, die zu Besuch waren. Ja. Manuel, nimm doch mal was, zeig doch mal eins der Produkte. Riesen, wer hat das schon mal gesehen? Das sind so ungefähr die süßesten Süßigkeiten, die es gibt und die die längste Verweildauer im Mund haben, denn sie kleben sich an die Zähne von innen und kommen erst gefühlt 3-4 Tage später da wieder raus. Ich würde die nicht essen, wenn ihr so Blompen habt oder so. Ja. Also wenn ihr keine echten Zähne mehr habt, nicht essen. Ansonsten top, lecker. Okay. Ausdruck der Woche, die Blombe. Blomben kriegt man, wenn man zu viel Süßigkeiten isst. Das ist also, wenn der Zahn Karies hat. Und man muss dann ein Stück Zahn rausnehmen und man macht was anderes rein. Das ist die Blombe. Und die fliegt dann damit wieder raus. Ja. Und sowas, Riesenkaramell und so, das sind Blombenzieher. Nennt man die? Blombenzieher, ja, genau. Richtig. Die ziehen die Blomben raus. Ja, was hast du noch in Omas Schatzkiste? Dann haben wir hier die Prinzenrolle. Auch lecker, Schoko-Doppelkekse. Ne? Das ist so, das ja, kriegt man geschenkt, das stimmt. Und das ist das, was man zum Picknick mitnimmt. Wenn man an den See fährt oder man macht ein Picknick oder eine Reise, lange Zugreise, nimmt man immer so eine Prinzenrolle mit. Top oder Flop? Ich war nie ein Fan. Flop. Okay. Wem von euch hier im Publikum, kurze Zwischenfrage, er hat sich da hinten als allererstes gemeldet. Aber vielleicht könnt ihr es auch teilen. Wer fühlt sich schon schlecht von den ganzen Süßigkeiten? Hebt mal die Hand nach oben. Ja, du da vorne. Und wer hätte gern noch mehr Süßigkeiten? Ja, es geht noch was, Manuel. Ja, wir machen mal weiter hier mit den Erfrischungsstäbchen. Och, das will ich jetzt essen. Stimmt, die hat man auch geschenkt bekommen von der Oma. Leider ist da Milchzucker und Gluten drin. Ja. Ich probiere es trotzdem mal.
Also das sind so kleine Stäbchen, no die risk, no fun. Aus Schokolade bestehen, aber so ein bisschen Zitronengeschmack mit dabei haben und deswegen sollen sie erfrischen. Und ich finde, das ist etwas, was es auch wirklich nur bei älteren Leuten gibt, oder? So ja. Was kauft man sich als Kind nicht. Und es ist auch ein bisschen beschiss, ne? Da ist sehr wenig drin. Ja. Irgendwie für die große Packung. Aber lecker. Erfrischend? Sehr erfrischend. Okay. Dann geht's weiter mit Nippon? Heißen die so? Puffreis. Milchpuffreis. Ist aber nicht wie der Puffreis, den wir eben hatten am Anfang, sondern jetzt in Schokolade gehüllt. Kombiniert mit Schokolade ist ein Top. Ist auch was, was man entweder geschenkt bekommt oder zum Picknick mitnimmt. Habe ich nie gegessen. Flop. Flop. Okay. Janusz ist beschäftigt. Ich werf einfach mal, ja? Vorsicht, der geht kaputt. Oh, jetzt hast du fast den Kopf von ihr mal getroffen. Aufpassen und fangen. Ja. Okay, das stellen wir mal zur Warte Seite. Warte mal, nimm das doch mal nach vorne. Was ist denn das Schönes? Das ist keine Süßigkeit. Disqualifiziert. Das ist ein Hustenbonbon. Aber das haben doch alle Omas bei sich in der Schublade liegen. Das stimmt. Ich auch, weil wenn ich Halsschmerzen habe, esse ich die ganz gerne. Diese? Ja. Aber es ist keine Süßigkeit, finde ich. Okay. Ja. Ich habe das trotzdem... Hat jemand Halsschmerzen? Da. Oh, die sind top. Ich glaube, die hast du mir gezeigt. Ja, da gibt es auch quasi das Original. Und das ist so eine Schokolade. Ich weiß nicht, die ist eher so populär. Ich habe sowas öfters mal bekommen von einer Tante. Die hat mir so eine Tafel Schogetten mitgebracht. Und da ist es im Prinzip, ist es wie eine Tafel Schokolade, aber die Stücke sind schon einzeln. Muss man die nicht aufbrechen, macht keinen Dreck. Genau, und da drin ist ein so eine Art Joghurt, so eine Art Erdbeerjoghurt, ein bisschen fester. In der veganen Version. In dieser Version, die ich habe, ist einfach nur Vollmilch. Okay, und das hier ist so ein bisschen wie die Schokoretten. Ich werf auch mal, ja? Mir macht das auch Spaß. Der Wind hat es abgedriftet. Das Problem ist, wenn du wirfst, kommen die Süßigkeiten nur in den ersten zwei Reihen an. Ja, ja, kommt drauf an. Das könnte weiterfliegen, aber könnte auch jemanden verletzen. Ja. Das ist Toffifee. War ich auch hart süchtig nach eine Weile. Ich habe, ich muss sagen, dass ich das, ich habe da eine geile Geschichte zu. Ja. Und zwar wusste ich gar nicht, dass das in Deutschland populär ist. Mögt ihr Toffifee? Was sagt ihr? Wer hat das noch nie probiert? Vielleicht kann das mal jemand probieren, der das noch nie probiert okay, hat. Okay, das probieren. Wie heißt du? Bruce, probiert das jetzt. Janusz, du musst das Mikro in die Hand nehmen. Ich mache die Packung schon mal auf. Und dieses Toffifee scheint so populär in Deutschland zu sein, dass als wir nach Ägypten geflogen sind, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gab es Leute am Gate, die haben ihren Koffer aufgemacht und da war nur Toffifee drin. Die haben also, Toffifee importiert. Die haben quasi, die kamen aus Ägypten aus Deutschland nach Ägypten und hatten einen ganzen Koffer voll mit Toffifee. Es ist auch wirklich, also wir beschreiben es nochmal für diejenigen, die nur zuhören. Übrigens, Entschuldigung, ne, diese Sendung ergibt nicht so viel Sinn, wenn man nur zuhört. Es ist so, was ist denn das eigentlich? Karamell mit Nougat-Creme und Schokolade innen drin. Und dann ist da noch eine Haselnuss in der Mitte. Ja. Bruce. Und? Es klebt auch ganz schön in den Zähnen, haben wir vergessen. Moment. Zu erwähnen. Cremig. Ja. Top oder Flop? Top, ja. Top. Eindeutig. Das freut mich. Bei dieser Süßigkeit würde mich auch interessieren, ob es hier jemanden gibt, der das noch nie probiert hat. Mancherie. Oh. Janusz freut sich schon, denn da ist Mancherie. Alkohol drin. Mit der Piemont-Kirsche. Wollen wir die mal essen, Manuel? Ja. Die ist lecker. Ich glaube auch, dass es vegan ist. Ja, das ist relativ vegan. Das ist... Relativ. Guck mal, das ist ja neu. Da gibt es welche drin, die sind eingepackt und ausgepackt. Das ist ja irgendwie eine komische Taktik. Ja, die sind zum Werfen. Okay, wer möchte Mancherie probieren? Und Janusz, kommt mal vorbei. Die anderen sind zum Essen. Also das ist ein dunkles Stück Schokolade und da drin ist Schnaps. Ja. Oh, jetzt gehen noch mehr Hände nach oben, nachdem du das gesagt hast. Wie schmeckt's? Lecker. Ich finde sie lecker. Es wird einem aber auch schlecht davon. Ich trinke ja keinen Schnaps, aber ich esse ihn in Form von Toffifee manchmal. Mancherie. Bist du schon mal von Mancherie besoffen geworden als Kind? Es wird einem so schlecht vom Zucker, bevor man besoffen wird. Also, wenn man eine Packung davon isst, liegt man im Bett, aber nicht wegen des Alkohols. Ich muss sagen, dass ich die nie wirklich gemocht habe und jetzt auch nur wegen des Alkohols. Mhm. Man kann auch reinbeißen und so. Nur trinken und dann die Schokolade wegschmeißen. Das geht auch.
So, und aus dieser Kategorie, ja, was die Oma einem gegeben hat, ist das hier wirklich das Beste, weil das... Kennt ihr das? Wirklich nur von der Oma. Ich kenne niemanden, der das für sich selbst kauft. Das sind Katzenzungen. Kleine Stücke Schokolade. Und jetzt muss man mal überlegen, wie kommt man auf diesen Namen? Katzenzungen. Was ist der Sinn dahinter? Die haben diese Form gemacht und dachten, was könnte das sein? Eine Zunge. Was verkauft sich gut? Ein Bild von niedlichen Kätzchen auf dem Cover. Und dann haben sie gesagt, fertig, wir haben ein Produkt und es hält sich also bestimmt seit 100 Jahren unverändert so im Supermarkt. Katzenzungen. Ja. Schokolade con leche steht auf der Seite, ja. Also ich, ja, dieses Produkt habe ich noch nie verstanden, auch nicht als Kind, weil warum Katzenzungen? Ich habe immer mich gefragt, warum heißt das Katzenzungen und wieso will man Zungen von Katzen verkaufen? Das ist doch eklig. Was ist das hier noch, was hier noch auf dem Boden lag? Das ist Mäusespeck. Man würde auch im Englischen sagen Marshmallows, aber das sind diese, ich weiß nicht, in Deutschland sind die populär in so Quadraten oder Karos, nicht rund, und sie sind gelb und pink. Ja, also das mit den Marshmallows überlassen wir lieber den Amerikanern. Und fandest du die nicht lecker als Kind? Ich glaube, ich habe die einfach nicht gegessen. Nee. Okay, also für dich ein Flop. Flop. Gut, Manuel, dann haben wir alle Süßigkeiten aufgegessen. Wow. Es gibt noch eine letzte Kategorie. Ja. Die ist eigentlich nicht süß, sondern... Sauer. Nein. Ach, salzig. Tada! Jetzt kommen meine salzigen Snacks. Wir machen ganz schnell, dann wir sind schon am Ende unserer Sendung. Pombeeren. Top oder Flop? Was ist das nochmal? Das sind so Chips, die keine Chips sind, ne? So Kartoffel... Kartoffelsnack. Also ich liebe die. Ich mache jetzt mal eins auf. Da freuen sich auch die Leute. Mir ist jetzt schon leicht schlecht von den ganzen Sachen, die ich gerade gegessen habe. Mmh. Die kannst du eigentlich hier stehen lassen, Janosch. Pombeeren. Dann. Chips. Chips frisch ungarisch. Kommt hier jemand aus Ungarn? Nee, ich habe mal gehört, das hat mit Ungarn nichts zu tun. Und ich weiß nicht genau, also in Ungarn gibt es diesen Geschmack nicht, aber sie heißen ungarisch Chips frisch. Und ich würde sagen, das sind die populärsten Chips in Deutschland. Könnte sein. Aus irgendeinem Grund heißen sie ungarisch, weil dort ist irgendwie eine Paprika drauf. Kennt sich jemand aus in Ungarn? Ist Paprika-Geschmack dort ein populär? Beliebtes Gewürz. Verteil mal und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ähnliche Kategorie? Salzstangen. Salzstangen sind in Deutschland super populär. Es gibt keine Party ohne Salzstangen. Top oder Flop? Top. Absoluter Top. Und hier ist ein mega Salzstangen-Fan. Die nimmt die Salzstangen mit nach Hause. Das ist ein interessanter Name. Studentenfutter, ja, ist eine Packung mit Nüssen und Rosinen. Verschiedene Nüsse und Rosinen. Warum nennt man das Studentenfutter? Weil das viele Kalorien hat und dann kann man satt werden für wenig Geld. Eine Mahlzeit, ist das so? Weiß ich nicht. Oder weil Studenten so viel wandern und man das beim Wandern gut dabei haben kann. Oder in der Uni, weißt du, beim Studieren, wenn einem schnell hungrig ist, bisschen Studentenfutter. Dazu muss ich sagen, wir Deutschen sind da humorlos und essen das einfach so. In Amerika packen die immer noch M&Ms mit rein, ist besser. Echt? Ja. Im Studentenfutter? Ja. Das Trail Mix. Das ist ja pervers. Ja. Knickknacks, top oder flop? Was ist das nochmal? Ach, die, das ist Flop. Also das ist so eine krustige Kante und dann so salzig und da drin ist eine Erdnuss. So, Manuel, und falls du jetzt noch nicht genug, guck mal, da hinten gibt es einen Knickknacks-Fan, eine einzige. Und ja, falls du jetzt noch nicht genug hattest zum Abschied, möchte ich nochmal die große Snack-Hits-Packung aufmachen. Das ist wirklich etwas, was man in Deutschland liebt. Ich fand das auch als Kind schon immer faszinierend, wenn es das auf einer Party gab. Dann fand ich das immer toll, dass man diese verschiedenen Geschmäcker miteinander kombinieren konnte. Ne? Weil sonst musst du dich entscheiden, Salzstange oder Chips oder Knickknack. Hier hast du alles. Du musst das beschreiben. Es ist eine riesige Box aus Plastik mit verschiedenen Fächern. Und da sind dann unterschiedliche Dinger drin, zum Beispiel Chips und Clubs, was immer das auch ist, Erdnusslocken, Cracker, alles so salzige Sachen. Und was du jetzt meinst, ist, man greift hier und dann greift nochmal hier und ja, schüttelt man so und kippt sich das in den Mund. Ja, richtig. Mach mal auf, Janosch, und zeig mal, was da drin ist. Ich finde die einfach toll. Manuel, ja, was sagst du, war das heute die ganze Sendung top oder flop? Top. Das war ein Marathon durch die Süßigkeiten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch etwas zittrig jetzt. Ach komm, so viel hast du doch gar nicht gegessen. Ja. Janosch, gib mal auch mal, ich möchte auch mal reingreifen.
in die große Snackbox. Leute, ja. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr kriegt keinen Zuckerschock. Esst ja. alles gut auf. Und Manuel, was machen wir jetzt noch? Wir werden jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Wir machen jetzt noch unser Segment Eure Fragen. Wollen wir noch eine Frage in der Hauptshow und den Rest verschieben wir auf die Aftershow? Finde ich gut, genau. Gut? Und den Rest gibt es in der Aftershow. Da könnt ihr auch alle zuhören als Mitglied von Easy German. Und genau. natürlich, ihr sitzt ja hier, ihr dürft dann eure Fragen stellen. Wir haben Fragen gesammelt vorher. Ihr konntet uns schon vorher eure Fragen schicken. Und wir fangen jetzt mal an mit Eure Fragen. Und möchtest du dir eine Frage aussuchen? Wir fangen an mit einer Frage von Rachel. Rachel, bist du hier? Bist du hier? Erschienen? Da hinten sitzt Rachel. Möchtest du deine Frage selbst vorlesen? Du hast den Mund voll mit Süßigkeiten. Ja. Okay, das ist schlecht. Dann lese ich sie vor. Ist das in Ordnung? Okay, Rachel hat geschrieben, oh, das passt. Das passt gut zum Thema. Wie kann man sich freundlich, aber nicht übertrieben nett von einer Gruppe verabschieden? Muss man jeden umarmen? Reicht ein Winken an alle? Janusz würde sagen, tschüss, ihr Idioten, und gehen. Es gibt ja auch den berühmten polnischen Abgang in Deutschland. Das, so nennt man das, wenn jemand geht, ohne tschüss zu sagen. Dann sagt man dann am nächsten Tag, hä, wann ist denn eigentlich Janusz gegangen? Und dann sagt der andere, ich glaube, der hat einen polnischen gemacht. Richtig, ich mache das gerne. Ich hau gern einfach ab. Richtig, und dann Manuel. Bin ich weg. Total asozial. Aber wenn ich das nicht so mache und mich verabschiede, also ich finde, umarmen ist okay zur Begrüßung, aber dann nochmal zur Verabschiedung nach so einer Party nochmal jeden zu umarmen, ist ein bisschen zu viel. Ich finde, der Klassiker, Rachel nickt. Der deutsche Klassiker, den können wir jetzt schlecht zeigen, weil wir hinter so einem Tisch sitzen, aber der Klassiker ist, man haut einmal auf die Beine und sagt, so, vielleicht klopft man nochmal auf den Tisch. Ja, man klopft auf den Tisch, genau. Ich bin dann weg, ja. Tschüss, bis bald. Ja, genau, richtig. Einfach auf den Tisch klopfen und sagen tschüss, bis bald. Man kann natürlich sich auch umarmen, aber das ist wirklich typisch deutsch. Einfach. Richtig. Manuel, es war sehr schön, es hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wir haben euch natürlich heute mit viel Süßigkeiten vollgepumpt. Dann seid ihr vielleicht noch glücklicher geworden. Wie fandet ihr die Sendung? Top oder Flop? Das freut uns. Glück gehabt. Glück gehabt. Und wir machen noch ein bisschen weiter in der Aftershow. Wenn ihr ein Mitglied seid, könnt ihr noch die Fragen hören. Und ansonsten bis zur nächsten Episode. Bis bald, Baldikowski, Manuel. Bis bald.